Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Deckladum zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, hier haben wir ja im letzten Part. Wir wurden am letzten Part unterbrochen. Durch einen kleinen Ausfall des 3DS. Ja, Strauchler. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, hier bei Strauchler haben wir aufgehört. Ja, genau, hier ist es ausgegangen, weil der Akku alle war. Ja, und TM 86 wurde in der TM- und VM-Tasche verstaut. Die TM-Attacke Strauchler ermöglicht es dir, Gegner mit Hilfe von Gras ins Straucheln und somit zu Fall zu bringen. Je schwerer das Ziel ist, desto größer ist der angerichtete Schaden. Manche Pflanzen gelingt es im Wachstum selbst, Asphaltdecken zu durchbrechen. Das ist die Art von Stärke, nach der ich strebe. Okay, ich versuche heute tatsächlich mal ein bisschen nicht so erkältet zu klingen. Meine Nase ist vielleicht ein bisschen verschnupft. Ich werde wieder krank. Ein ganz kleines bisschen verschnupft bin ich. Und da geht der Rutsch wieder runter. Hui! 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 Da sind wir wieder unten. So, den Arena-Net haben wir im letzten Part schon besiegt. Und heute geht's dann mal weiter hier. Dein Sieg über den Nachhinein muss Anerkennung gezollt werden. Daher habe ich deinen Namen in diese geheimnisvollen Statuen hier eingraviert, in diese geheimnisvollen Säulen eingraviert. Das hast du in der kurzen Zeit gemacht, nach meinem Sieg bis jetzt hier. Interessant. Er hat schnell graviert. Das ist ja eine gravierende Leistung. So schnell wie er da das eingraviert hat. Ja, meine Stimme geht heute auch sterben. Aber ich muss halt aufnehmen. Irgendwie, ich hoffe mal, dass es irgendwie klappt. Ich werde krank. Ich bin jetzt gerade irgendwie. Ich bin am Kränkeln. Aber lieber heute aufgenommen als morgen. Morgen liege ich da flach und dann. Ja. Bevor ich dann morgen ganz flach liege. Und gar nicht mehr aufnehmen kann. Mach ich lieber nochmal heute. Zwinge ich mich heute zur Aufnahme. Ich hoffe, das klingt nicht allzu übel. So, wo müssen wir jetzt lang? Das sei hier nochmal erklärt. Holo-Nachricht erhalten. Oh Schreck. Von wem denn? Oha. Flordelis. Ich habe von Professor Platan gehört, dass du die Mega-Entwicklung gemeistert hast. Meinen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. Damit hast du den Grundstein für eine noch glanzvolle Karriere gelegt. Achso, den hat man anders gesprochen. Naja, mit Synchronisation und so weiter ist heute nicht zu rechnen. Verschiedene Stimmen sprechen ist heute. Nee, versuchen wir nicht mal. Der Schmutz von gestern lässt sich nicht mit dem Schmutz von morgen überdecken. Wenn du nach einer neuen reinen Welt der Schönheit strebst, gibt es nur einen Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Nimm diese Worte als Dankeschön mit auf den Weg. Okay. Ja, den hatten wir eigentlich auf eine gewisse Weise anders synchronisiert. Könnt ihr mal in ältere Parts gucken, wo er dann vorkam. Er hat so eine gewisse andere Synchronisationsstimme. Also ja, lassen wir heute mal aus. Da bist du endlich. Wer da? Haha, tut mir leid. Wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Wir haben gar nicht wirklich auf dich gewartet. Wir waren im Auftrag von Professor Platan unterwegs zum Kraftwerk. Aber das Tor zwischen Illumina City und Route 13 ist aufgrund eines unerklärlichen Stromausfalls geschlossen. Wir müssen die Sache auf den Grund gehen. Also gut, du hast bereits den Zentral- und den Küstenbereich der Kalos-Region bereist. Was fehlt also noch auf der Liste? Ganz richtig, der Gebirgsbereich. Warte, ich erweitere den Pokédex gleich mal um den finalen Bereich.
Gebirgspokédex erweitert. Der Kratos Gebirgspokédex sollte nun auch in deinem Pokédex-Menü erscheinen. Berühre die zugehörige Schaltfläche und schau gleich mal hinein. Dieser entschlossene Blick. Du siehst mit einmal so erwachsen aus. Aber egal, wir müssen weiter. Bon voyage. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal mit den Leuten hier reden, damit wir hier nichts verpassen. Ich wollte eigentlich nach Illumina City, aber aufgrund eines Stromausfalls ist das Tor gesperrt. Komisch, dabei befindet sich das Kanos-Kraftwerk doch gleich in der Nähe der auf Route 13. Da kann es doch eigentlich gar nicht so lange dauern, bis der Strom wieder fließt, oder? Müsste. Es wird ja bestimmt auch weit gehen. Wir müssen nur die Gebirgsstrecke noch machen und dann haben wir es. Dann wird es auch wieder laufen. Wir müssen nur diesen Weg machen. Dann geht's wieder. Einige Pokémon können im Kampf dank ihrer Fähigkeiten einen Formwandel vollziehen. Du redest zu einer Mega-Entwicklung. Oder nicht. Hier, nimm. Das ist für dich. Giftschleim. Sehr gut, dass wir mit den Leuten geredet haben, sonst hätte ich keinen Giftschleim gekriegt. Wie wundervoll. Das hätte ich ja gleich vermisst. Diesen Giftschleim gibst du am besten einem Gift-Pokémon zum Tragen. Oder du jubelst ihn mit Hilfe von Trickbetrug einem anderen Pokémon unter. Aha. Hüstel. Illumina-Steppe. Okay, in der Steppe sind wir jetzt. Ich sehe es. Ich merk's. Oh, da können wir noch nicht rüber. Das ist ein Dingens dran. Nukle. Können wir nicht rüber. Ich habe ein Knacklion-Bild. Er erscheint. Nuxlarkus. Ach komm, ja, das besiegen wir jetzt mal. Jetzt mal zum Training. Schaden kann's nicht. So. Das wird uns schon nicht besiegen, oder? Na komm. Markus, das kriegst du hin. Lass dich doch nicht von so einem wilden Pokémon besiegen. Das wäre doch lächerlich. Oha, es lebt noch. Es lebt noch. Na komm aber jetzt. Mach's alle. Seine Geduld wird ihm nicht reichen. Es wird nicht zum Sieg reichen. So. Na dann weiter hier. Vielleicht das nächste wilde Pokémon. Wir müssen jetzt nicht jedes wilde Pokémon besiegen. Ja, vor allem nicht dasselbe nochmal. Die Trainer können wir mal besiegen. Damit könnten wir mal trainieren. Das wäre nicht schlecht. Wenn wir die Trainer mal besiegen könnten. Was? Flucht verhindert. Das gibt's doch gar nicht. Muss es also doch besiegen. Vielleicht mal Psycho-Schock. Versuchen wir es mal auf andere Weise, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Jo, das ist doch gleich viel effektiver. Gut, weiter geht's. Kollege. Ach, verdammt. Wieder ein wildes Pokémon. Haben wir irgendwie Schutz-Items im Inventar. Das wäre nicht schlecht. Kann man dick drehen. Okay, das würde ich vielleicht fangen. Ich würde es versuchen zu fangen. Intensität. Oh, ja, wir können halt Erdbeben und Intensität. Könnte man fast überlegen, ob wir die mit ins Team nehmen. Oh, Markus besiegt. Nächstes Pokémon rufen. Ja, unser Team ist schon voll, aber da können wir auch nochmal. Wir können noch überlegen. Das ein oder andere Teammitglied können wir noch austauschen. So ist es nicht. Und so ein Dicktrick könnten wir ein Team gebrauchen. Was Schaufler und was Erdbeben und so weiter kann. Nein! Jetzt habe ich besiegt. So ein Mist. Jetzt habe ich gerade schon wieder Body Slam eingesetzt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach, so ein Mist. Na gut, das nächste Dicktrick fangen wir uns. Ich denke, da können wir was machen.
ein bisschen schwächere Teammitglieder raushauen. Vielleicht liegt es ja an der Elektrizität des Kraftwerks. Und die Pokémon in dieser Gegend springen einen ja förmlich an. Habe ich schon bemerkt. Ich bemerk's. Das kriege ich mit. Die sind sehr am Springen. Auch wenn so ein Diktor jetzt nicht wirklich dich anspringt. Das ist jetzt... Das würde mich stark verwundern. Dann würde man ja endlich seine Beine sehen, seine Füße. Das wäre erfreulich. Und dass ich anspringen würde. Würde ich nur zu gerne sehen. Sehr gut. Und jetzt mal den Ball werfen. Wirf den Käse. Nicht Pokémon in den Beutel. Bälle. Und zwar... Superball. Machen wir direkt mal einen Superball. Nicht klotzen. Wie hieß das Sprichwort? Nicht geizen, sondern klotzen. Keine Ahnung. So ein Mist. Klasse. Dietri gefangen. Ein Tag im Publix. Es ist so stark, dass es sich mit Schaufler sogar durch steinharte Boden bis zu 100 Kilometer Tiefe treibt. Alles klar. Diktrin Spitznamen. Was haben wir denn noch nicht im Team? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts doppelt genommen. Okay, in die Box wurde es gesteckt. Ja, können wir uns später holen. Das schien hier zu passen. Komm und dann mal zurück. Och, wir kommen doch hier niemals voran. Vielleicht mal Schutz-Items kaufen. Zu gegen die Stadt. Ich würde Diktri wirklich mal ins Team mit reinnehmen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Das dürfen wir ja auch nicht fliehen, oder? Flucht ist unmöglich. Flucht ist auswegslos. Dachte es mir. Body Slam. Na komm, mach's alle. Mach's finito. Besiegt. So. Niemand hindert mich am Fliehen. Sind von diesem Partner nicht wirklich weit gekommen. So. Aber Diktri holen wir uns jetzt ins Team. Das ist, glaube ich, mit Schaufler. Da haben wir da auch für spätere Geschichten hier eine gute. Ist eine gute Idee, uns reinzunehmen. Gut, ich habe gerade mal. Lea, unser Fluid, ich glaube, so hieß das Pokémon, unser Feen-Pokémon rausgenommen und dann Diktri reingetan. Das Team nochmal heilen. Ihr könnt es auch nochmal schlecht sehen hier auf der Anzeige. Gut, mehr oder weniger. Aber Diktri habe ich jetzt im Team. Lars ist jetzt dem Team beigetreten. Ich glaube, es ist besser als ich. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass wir mit dem Feen-Pokémon auch nicht so viel Glück hatten, dass das so ein bisschen. Ja, liegt mir nicht so der Feen-Typ. Ist jetzt, glaube ich, auch jetzt nicht das Beste für den Kampf. Mit Diktri sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ist schon eine gute Idee, mit reinzunehmen. Ist nicht verkehrt. Oh, jetzt haben wir ja wieder Krieg dran. Ist natürlich nicht so gut. Jetzt werden wir hier gleich wieder von wilden Pokémon angegriffen. Versuche hier mal durchzukommen. Gegen den Wind ist natürlich schwer. Und gut. Geht's hier lang? Ja, hier geht's nicht lang. Das knickt dran. Überall knicke dran in den. In den Dingern. Ich habe einen Trainer. Ich habe erstmal ein wildes Pokémon. Okay, die dort vorne sind relativ gut entkommen. Endlich hier. Aha. Und was für eine Überraschung. Endlich hier. Du bist entkommen. Na, das erste Mal hier. Könnte man fast als Glückstreffer sagen. So, hier.
Immer diese Typen von Team Flair in ihren roten Anzügen. Wer läuft denn bitte so auffällig und dann auch noch im Partner noch durch die Gegend? Ich kenne einige, die so durch die Gegend laufen. Oh, und da ist auch schon Team Flair, wie man vom Teufel spricht. Ich bin ein Mitglied von Team Flair und werde jetzt schön gepflegt einen Sieg gegen dich erringen. Das kannst du knicken. In der Herausforderung von Team Flair Rüpel. Hundämon wird von Rüpel Team Flair eingesetzt. Zwei Pokémon hat er. Ich hab mehr. Los, Markus. Ich weiß jetzt nicht, ob Markus die beste, effektiveste Wahl gegen Hundämon ist, aber ja gut. Er durfte schon als erst angreifen. Hat keine Wirkung auf Hundämon. Hätte ich das mal beim ersten Mal gelesen. Na komm. Nitro-Ladung. Das wird jetzt auch nicht so sonderlich viel bringen. Vielleicht hat man auch Hundämon. Das ist nicht das Effektivste. Das andere können wir nicht einsetzen. Ja gut. Stimme und Markus blöd da. Vielleicht ein Wasserbucken und tut's da vielleicht mehr. Okay, ist Unlicht. Unlichtfeuer. Ich weiß nicht, ich kenne mich in diesen Effektivitäten nicht aus. Da bin ich leider ein bisschen zu schlecht dabei. Na, Brand. Ah ne, ist ein Feuerwirbel gefangen. Schade, kein Brand. Das wär's gewesen. Vielleicht kriegen wir es doch hin mit Markus. Sagte er. Ja gut. Dann wohl nicht. Wie wär's jetzt mit Rad haben wir jetzt Wasserpokémon. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das was. Sonst gegen den Feuertyp bringt das was. Ob das gegen Unlicht auch bringt. Weiß ich so dreht nicht. Versuchen wir es mal mit Surfer. Schnüffler. Schnüffler und ein Surfer. Alles klar. Oh, ja. Ist schon besser als die Feuertacken von Markus. So, Noah reicht Level 36. Gulbert. Da wird weiter gekämpft. Ja, das Gulbert hätten wir auch mit Markus verschalten können, aber so, Eisstrahl. Versuchen wir das mal. Vielleicht bringt das etwas. Ja, Gulbert kannst du eigentlich mit allen Attacken besiegen. So stark ist das noch nicht. Das ist eigentlich, ja, mit jedem Typ irgendwie besiegbar. Wollen wir nicht zu viel von Typen reden, wenn ich keine Ahnung von habe. Schon wieder verloren. Du hast gepflegt den Boden mit mir aufgewischt. Zwergenfee gewinnt 1320 Pokémon und dann geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Flair Rüpel hervor. Und jetzt mache ich mich ganz gepflegt aus dem Staub. Hä? Was? Wo sind denn meine Kraft? Wo ist denn mein Kraftwerkpass? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Habe ich etwa meinen Kraftwerkpass verloren? Ach was. Naja, ein bisschen gepflegte Detektivarbeit. Und ich habe meinen Pass sicher schnell wieder. Er muss mir runtergefallen sein, als ich an dem großen Felstunnel herumgehantiert habe, dass sich von meinem jetzigen Standpunkt aus 9 Schrittern in Richtung Osten befindet. Hätte ich doch ein Item da, dann könnte ich jetzt ganz gepflegt danach suchen. Auch gar nicht nötig. 9 Schritte von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ungefähr hier so. Vor dem Stein dort. Hübsches Bild. Dafür brauchen wir den Itemradar. Gut, Itemradar eingesetzt. Damit können wir das finden. Na, das muss doch direkt am Stein sein. Na. Irgendwo piept's da. Sagt euch hier vor dem Stein. Na komm.
Bei dem Busch. Ja, wo denn? Verstehe ich nicht so ganz. Muss jetzt ein bisschen suchen. Das ist ein klein bisschen Sucherei. Damals Kraftwerk im Hintergrund. Das ist da hinten. Ist doch hier safe am Stein. Ich klicke ja schon. Hinter dem Stein. Ach Mann. Wann steigt der denn hier aus und wann nicht? Bei dem Stein schlägt der aus. Ist ja lustig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dort beim Gestrüpp oder was? Ich klicke ja hier alles ab. Was ist denn hier? Ich tue mich schwer. Hat uns schon den hilfreichen Hinweis gegeben. Hier vorne ist es nicht. Noch Hinweis. Ich auf dem Boden oder was? Und ist hier ein anderes Item? Ich verstehe diese Funktion noch nicht. Nee, hier macht's Bing, aber warum? Ich drücke hier A und A und A und A und A und A und A. Vielleicht finde ich irgendwo. Ich blick da nicht mehr durch. Ach komm schon. Das alte Radar haben wir hier immer noch, ja. Aber was tut's bringen? Ich blick's gerade nicht. Wir müssen diesen Pass finden. Können wir den wieder absetzen oder was? Ich suche jetzt einfach ohne Item Radar weiter. Mit Rollerskatern ist natürlich das Beste. Mit Fahrrad noch besser. Ja, ich klicke. Ihr seht es ja nicht, wie ich klicke. Oh Mann. Was für ein Fail hier im Part. Was soll ich denn sonst machen, außer hier noch? Da habe ich mir ja einen großen Volkspass. Ich bin heute auch nicht gut drauf. Einen großen Fauxpas geleistet. Ein gepflegter Patzer von der übelsten Sorte. Wenn jemand mir den mit dem Pass, der mir heruntergefallen ist, als großen Felsen herumbalancierte. Auf dem Tritt. Große Felsen. Hier haben wir einen großen Felsen. Ich stehe direkt neben dem großen Felsen. Wäre es denkbar. Na was denn? Gut. Kurz den Schweiß abgewischt. Vom ganzen Suchen hier. Von dem großen Felsen. Oha. Es leuchtet ja extrem. Ja, okay, und jetzt? Hier, Kraftwerk was. So schräg neben dem großen Felsen. Ah, okay. Ja. Okay, hier gibt es dann andere Items oder was? Jetzt aber erstmal rein in das Kraftwerk. In das Kraftwerk.
Um diese Tür zu öffnen, ist ein besonderer Pass vonnöten. Das ist irgendwie hart, den Kraftwerkpass. Und hat sie noch benutzt. Die Tür zum Kratos-Kraftwerk hat sich geöffnet. Hinein.